Nach rund 9 Monaten Pause ist am vergangenen Wochenende im Salzburger Messezentrum die erste Publikumsmesse im Jahr 2021 über die Bühne gegangen. Rund 2000 begeisterte Computerspieler haben sich in der Salzburg Arena getroffen. Ja, also die Gaming-Messe ist eine Veranstaltung zum Mitmachen, eigene Atmosphäre, ja, mit sehr vielen Bereichen, wo einfach die Besucher einfach testen, ausprobieren können, mit Gleichgesinnten sich austauschen können und lebt sehr stark einfach vom Mitmachcharakter und ja, sich auszutauschen und einfach eine nette Zeit zu verbringen. Im Gaming-Bereich gibt es sehr viel. Vom gemeinschaftlichen Turnier über Rennsimulatoren bis hin zum klassischen Konsolenspiel, zum Beispiel im Fußball. Also Faszination E-Sport ist einfach für mich, jetzt, ich kann jetzt nur von mir reden, dass ich sage, ich habe da einfach die Möglichkeit, dass ich mich an Turnieren messen kann mit anderen, die das gleiche Ziel haben, zwar dass man die Nummer 1 ist und E-Sport einfach weit über dem normalen Gaming ist, mit ein bisschen Knopfdrucken, sondern wirklich auch Mental Training, dass ich sage, Spielweisen trainieren, Formationen lernen, also im Bereich FIFA jetzt, ne? Und das ist einfach für uns Wahnsinn. Bei den meisten Computerspielen zeigt sich eines, ohne stabilem und schnellem Internet geht gar nichts. Also für jeden Gamer muss ich sagen, wäre es eine absolute Katastrophe, weil halt einfach auch heutzutage wirklich alles nur noch vernetzt ist übers Internet und so. Ne? Und heutzutage ohne Internet oder Fernsehen, das würde nicht mehr gehen. Das GreenTech-Unternehmen Salzburg AG hat deshalb die Internetanbindung im Messezentrum für die Gaming-Messe deutlich erweitert. Wir haben das Netz des Messezentrums verzehnfacht auf 10 Gigabit, damit alle 2000 Zocker und Gamer, die da halt da sind, ungestört und problemfrei zocken können. Ja, das Feedback ist sehr gut. Man kann es sich anders formulieren, wenn eben die Bandbreite nicht reichen würde, dann würde man es hören. Also wir haben im Normalfall 1 Gigabit, also in Anbindung für das Messezentrum in Summe. Und das wurde dankenswerterweise im kurzfristig eben nochmal um 10 Gigabit erweitert, einfach um sicher zu sein, dass es an der Bandbreite nicht scheitern wird. Alle Infos zu schnellem und stabilem Internet in Salzburg finden Sie auf unserer Website unter salzburg-ag.at.